Passt perfekt. 14:35 legen wir los. Ich weiß nicht, wer die Subtech-Ad mitverfolgt hat. Da hat es ja die Sub-Business Technology Plattform als Free-Tier große Ankündigung gegeben. Und die bietet uns ABAP-Entwicklern und Sub-Entwicklern natürlich viele neue, tolle Möglichkeiten und Technologien und Services an. Aber dass das nicht immer notwendig ist und dass es oft schon reicht, dass man wirklich einfach ein einfaches ABAP-System hat und wer da sehr viel machen kann. Und vor allem, dass ABAP nicht tot ist, wird uns jetzt der Uwe Fetzer zeigen, und zwar in seinem Vortrag Eventgesteuerte Anwendungen mit ABAP ohne Sub-BTP. Uwe, ich übergebe an dich, the stage is yours. Ja, vielen Dank, Domi, für die nette Einleitung. Kurz zu mir. Ich bin Uwe Fetzer, seit ungefähr 30 Jahren SAP-Entwickler und zurzeit noch bei der Rheinenergie AG in Köln tätig. Noch 4 Arbeitstage. Ab Januar beginne ich ein neues Abenteuer. Thema ist heute eventgesteuerte Anwendungsentwicklung. Wie komme ich da drauf? Nun, es gab mal vor ein paar Monaten eine Anfrage von Fachbereich an uns ITler, ob wir nicht mal was damit machen würden wollen. Und sie hätten da auch schon einen Event Broker sich ausgesucht, nämlich Azure Eventbus, weil bei den anderen würde man ja in den Event Messages nicht genug Daten reinpacken können. Deswegen haben sie sich den Azure Eventbus ausgesucht. Da könnte man ja Gigabyte quasi an Daten übergeben. Nun, das Projekt ist wieder gestorben, weil die anscheinend das System der Event-Driven Development nicht ganz verstanden haben. Hat man nämlich genau an dieser Aussage auch gehört. Aber das wäre ein Thema für einen ganz anderen Vortrag. Was wir heute vorstellen wollen, ist erstmal, was ist überhaupt ein Eventbus? Warum würde man ihn nutzen? Und wie habe ich das in ABAP umgesetzt? Eventbusse. Ich habe mal zwei rausgesucht als Beispiel. Das ist zum einen Eclipse Mosquito und zum anderen ActiveMQ. Das Eclipse Mosquito ist, wie der Name schon sagt, von der Eclipse Foundation unterstützt und ActiveMQ ist von Apache unterstützt. Beides sind Open Source Projekte, die man eben auch kostenlos benutzen kann. Ich benutze ActiveMQ als Docker-Image. Da gibt es mittlerweile gut gepflegte Images im Docker-Hub. Das ActiveMQ muss man auch nicht selber hosten. Das wird von Amazon auch gehostet in der Amazon Cloud. Da heißt es Amazon MQ, ist aber genau basiert genau auf dem gleichen Produkt. Die Frage stellte sich für mich erstmal, hat denn SAP selber so etwas? Und die Frage kann man ganz klar beantworten. Ja, das nennt sich SAP Event Mesh. Das ist allerdings nur in der SAP-BTP, in der SAP-Business Plattform, Technology Plattform vorhanden. Und wie viele Unternehmen ist unser Unternehmen und auch mein zukünftiges Unternehmen dort erstmal in der nächsten Zeit nicht aktiv. Deswegen habe ich mir die Open Source Broker mir mal angeguckt. Ich habe den Vortrag in zwei Hälften geteilt. Die erste Hälfte, also in zwei Use Cases. Der erste Use Case ist, wozu benutzen wir die Event Broker, nämlich zum einen für Entkopplung von Prozessen. Und die zweite Hälfte ist,
Wir haben mittlerweile ja so viele Systeme neben dem SAP-System und wir wollen Ereignisse von einem System in das andere einfach übertragen. Das heißt, in einem System ist ein Dokument erstellt worden und im anderen System muss man darauf reagieren. Also gehen wir erstmal zum ersten Use Case. Wer beim Devtoberfest in der Woche 3 gut aufgepasst hat, da gab es einen interessanten Vortrag von Jens Keller: Microservices are probably not what you think you are, they are. Genau, und wer diesen Vortrag gehört hat, wird ungefähr dieses Szenario auch kennen. Und falls der Tobias jetzt hier zuhört, ja, meiner Meinung nach kann man Microservices auch mit ABAP abbilden. So, das übliche Szenario, ich skizziere das mal kurz. Wir haben als Beispiel, ich muss natürlich erstmal kurz auf mein Whiteboard gehen. So, wir haben als Beispiel mal drei Geräte. Ups, upsie, dicke Finger gerade. So, wir haben drei Geräte. Lass es sein, IoT-Devices oder einfach Wetterstation oder wie auch immer. Und wir wollen in einer Webseite die Ergebnisse dieser Messungen darstellen. Das heißt, wir wollen die Ergebnisse hier darstellen. Dazu greift die Webseite per API auf diese einzelnen Geräte zu und stellt die Daten API dar. Das ist auch ein ganz normaler Anwendungsfall. Den simulieren wir jetzt mal ein bisschen, indem wir, da ist es, indem wir mal drei kleine Webserver starten. So, die hören einfach auf drei verschiedene Ports und liefern, wenn man per API darauf zugreift, Werte zurück. Dazu habe ich ein kleine ICF-Anwendung geschrieben. Ist nichts Tolles. Die greifen einfach per API auf diese drei Services zu. Können wir mal ausprobieren. Hier sieht man das, wenn ich das aktualisiere, sieht man auch hinten immer die Zeit. Es ist genau jetzt, sobald ich aktualisiere, werden die drei Werte ausgelesen. Was ist denn jetzt, wenn mal so ein Gerät ausfällt? Wenn wir, sagen wir mal, eins dieser Geräte fällt aus, weil Strom alle ist oder der Server nicht läuft oder wie auch immer, dann bekommen wir hier ein Timeout. Und wenn die Webseite schlecht programmiert ist, bekommen wir sogar ein HTTP 500 zurück. Das können wir natürlich auch simulieren. Indem wir, ich gucke mal kurz, wie die Prozesse heißen bei mir. Das sind die drei Python-Prozesse, die drei Webserver. Und ich stoppe einfach mal einen dieser Webserver. So, es sollten nur noch zwei laufen. Und wenn ich jetzt die Seite aktualisiere, zack,
Ich bekomme HTTP-Error, weil ich eine API nicht aufrufen konnte. Natürlich kann man das deutlich eleganter lösen, indem man einfach keinen Wert zurückgibt. Aber stellen wir uns mal vor, das sind nicht drei, sondern 100 Geräte. Und von diesen 100 Geräten sind 10 ausgefallen. Das heißt, bei jedem würde er jetzt erstmal auf ein Timeout warten, bis eine Antwort kommt. Das kann man natürlich so nicht stehen lassen. Der Ansatz von der Event-Driven Architecture geht jetzt einen anderen Weg. Wir haben wieder unsere drei Geräte. Ups, ich mache das am besten wieder in grün. Zack. Wir haben wieder unsere drei Geräte. Und jetzt stellen wir hier ein Broker hin. Und jetzt ist nämlich der Unterschied, die Geräte werden nicht von außen angesprochen, sondern immer, wenn sich, sage ich mal, jetzt die Temperatur ändert, ist das ein Ereignis und das Gerät selber schickt eine Meldung an den Broker. Eine Message. Oder Event. So, was ist denn jetzt so ein Broker? Ich hatte ja eben schon gezeigt, ich benutze den ActiveMQ als Broker. Ich muss das mal kurz gucken, ich habe wieder viel zu viele Fenster offen. So. Ich benutze diesen ActiveMQ, der läuft bei mir als Docker-Image und an diesen ActiveMQ kann ich Meldungen schicken. Das simuliere ich jetzt mal kurz mit einer netten Software, die nennt sich MQTT Lens. Das ist eine Chrome-App, kann man sich aus dem Chrome-Store runterladen und das ist richtig gut zum Testen. Das ist quasi sowas wie Postman für MQTT Broker. So, wie funktioniert das jetzt? Ich möchte ein Event oder eine Message eben publishen an den Broker. Ich nenne das jetzt mal Test Event und als Message Test Message. Mehr passiert da nicht. Wie wir sehen, ich habe mich schon an den Broker angemeldet. Kann ich mal kurz reingehen. Hier, so heißt mein Rechner, wo der Broker draufläuft und darüber wird eine TCP-Verbindung aufgebaut. Darüber. So, ich publishe jetzt diese Message. Und im Broker selber, ich refresh mal kurz die Seite, sehe ich jetzt, hier ist eine Test-Message aufgemacht worden, nämlich genau eine. Es hört aber keiner drauf. Das heißt, ich kann da so viele Messages hinschicken, da passiert einfach gar nichts. Wenn ich jetzt sage, ich möchte auch darauf hören, dann heißt es, ich möchte zu diesem Topic, so heißen diese Überschriften, dieses Topic möchte ich subscriben. Mache ich auch mal. Ich refresh nochmal meine Seite. Und jetzt sehe ich, dass zu diesem Topic ein Subscriber da ist. Wenn ich jetzt nochmal eine Message schicke, Publish, sehe ich auch, ups, so, hat mir keiner gesagt. So, wenn ich jetzt die Message nochmal schicke, dann sehe ich auch, dass hier eine Subscription da ist und die Message auch angekommen ist. Wenn wir uns jetzt nochmal dieses Bild angucken,
Das möchte ich jetzt auch mal simulieren. Wir haben wieder drei Geräte, die unabhängig voneinander Messages generieren. Dazu starte ich noch mal kurz ein Skript, und zwar Push. Das heißt, wir sehen jetzt, dass zufallsgeneriert über zufällige Zeitabstände und zufällige Temperaturen immer Messages generiert werden. Gucken wir uns das Ganze nochmal in unserem Broker an. Ja, wir sehen, da erscheinen jetzt Messages. Wir haben drei verschiedene Geräte, die eben ihre Messages schicken. Wir subscriben jetzt mal uns auf eines dieser Events. Hier muss man leider eine andere Nomenklatur benutzen. Das ist nämlich ein Schrägstrich hier. Ich subscribe jetzt mal zum Gerät 1. Und warte darauf, oh, da ist schon eine erste Meldung angekommen. Ich klappe das mal auf. Moment, ich muss das kleiner machen, sonst seht ihr nichts. Genau, noch kleiner. So, was schickt das Gerät? Haben wir eben schon im Terminal gesehen. Es schickt ein JSON mit dem eigenen Namen, dem Datum und der Temperatur. Und das schickt jetzt immer weiter, ist aber da wir uns da noch nicht subscribed haben, passiert damit erstmal gar nichts. Was ich hier noch kurz zeigen wollte, wir haben uns ja jetzt an genau ein Topic, also ein Gerät angemeldet. Wir können das aber auch generisch machen. Das heißt, ich unsubscribe erstmal meine anderen beiden Subscriptions und sage hier jetzt, ich möchte alles subscriben, was mit ABAP-Conf anfängt. Damit würden wir nämlich alle drei Geräte oder alle Geräte sogar, die damit anfangen, subscriben. So, gucken wir mal, ob da was ankommt. Zack. Da haben wir doch schon einiges. Ja, in diesem Fall, Messpunkt 3 hat was geschickt, Messpunkt 1 hat was geschickt und so weiter. Auch das unsubscribe ich jetzt mal. So, das wollen wir natürlich auch in unserem SAP-System jetzt verarbeiten. Wie machen wir das? Nun, kurz noch die Info. Die Message Broker, die ich bisher benutzt habe, die sprechen alle eine Sprache. Die heißt MQTT. Ich habe es mir aufgeschrieben, ich muss das ablesen. Message Queuing Telemetry Transport heißt das. Das ist ein Protokoll, was hauptsächlich für IoT-Devices geschrieben wurde. Das schickt wirklich Bytes, Bits und Bytes hin und her. Und das verstehen aber auch die Broker. Normalerweise, und da habe ich natürlich gesucht, ob es dafür aber auch etwas gibt. Meine normale Suchreihenfolge ist, hat der SAP davon was? Hat der Lars Peterson dafür was? Gibt es sonstige Open-Source-Projekte oder muss ich es mir selber schreiben? So, die erste Frage war, hat der SAP etwas? Dafür schon etwas? Ja. SAP bzw. ABAP kann jetzt auch native MQTT sprechen. Ab 18.09. Das heißt, ab S/4HANA. Nichts für uns gewesen. Zweite Sache, hat der Lars etwas?
weil ich frage natürlich, hat er Open Source geschrieben für MQTT und genau das benutzen wir hier auch. Das heißt, Frage Nummer 3 und 4 brauchen wir uns gar nicht zu stellen. Genau, jetzt zu unserem kleinen Bildchen. Was ich dazu geschrieben habe, sind sogenannte Daemons. Ich habe die ABAP MQ Daemons genannt. Und genau da passiert auch die Magie, die ich später noch erkläre, was denn da passiert. Wir wollen ja unsere Webseite, die wir ja immer noch benutzen wollen, also wir wollen ja die Werte der einzelnen Geräte ausgeben, aber wir wollen diese beiden Prozesse, also die Webseite und die Geräte, entkoppeln. Also Microservices draus bilden. Tobias, hi. Dazu subscribt der Daemon sich jetzt an genau die Topics, die wir eben gesehen haben. Und sobald ein Event auf eins dieser Topics passiert, hier subscribe, kann keiner lesen. Und wenn dann ein Event passiert, bekommt der Daemon das mit und schreibt die Message auf die Datenbank. Und unsere Webseite wenn es aufgerufen wird, liest einfach diese Datenbank und guckt, was da für Werte drinstehen. Das heißt, die beiden Services sind komplett autark jetzt. Wenn ein Gerät ausfällt, sendet es einfach keine Events. Und hier steht ein alter Wert einfach drin. Aber die Seite bricht nicht ab. Wie haben wir das denn jetzt? Wie habe ich das denn jetzt gelöst? Was ist, wie sieht so ein Daemon aus? Ein Daemon ist eine Implementierung auf ein Interface. Dieses Interface hat genau eine Methode. On receive. Das heißt, immer wenn ich ein Event bekomme, wird diese Methode aufgerufen. In die Methode rein bekomme ich, das sieht man jetzt leider nicht, weil es ein neues Pop-up ist, wenn ich mit F2 die Beschreibung mir angucke. Die Schnittstelle sieht so aus, in die Methode bekomme ich eine Message zurück und eine eindeutige Daemon GUID, die ich manchmal benötige, manchmal nicht. Wichtig ist, dass ich die Message einfach zurückbekomme, die das Event ausgelöst hat. Das heißt, in der Message, die Message ist ein X-String, damit kann ich auch binäre Daten schicken. Das X-String muss ich in unserem Fall in einen String umwandeln. Das String ist ein JSON-Dokument. Dazu benutze ich meine eigene JSON-Document-Class. Das ist Open-Source-Software, die ich selber geschrieben habe. Und lese ich einfach die einzelnen Werte aus diesem JSON-Dokument raus, also Messpunkt, Temperatur und Datum, Uhrzeit. Und wenn ich was gefunden habe, schreibe ich auf die Datenbank. Die Webseite muss eigentlich jetzt nur noch diese Daten auslesen und anzeigen. Test Service.
Das ist jetzt die neue Webseite, die aus der Datenbank liest. Wenn ich hier einen Refresh mache, hoffe ich, dass irgendwann... Ach, natürlich kommt da noch gar nichts. Ich muss ja die Subscription erstmal machen. Mensch, Uwe. Also gehen wir jetzt in das, was ich entwickelt habe. Wir gehen in den Daemon Monitor. Wir sehen, dass ich schon einen Broker eingerichtet habe. Und jetzt erstelle ich einen Daemon. Ich sage neu. Wähle mir den Broker aus, den ich schon eingerichtet habe. Benenne den Daemon wie auch immer ich möchte, Measures in diesem Fall, also Messungen. Und wie wir eben gesehen haben, ich möchte alles bekommen, was mit ABAP-Conf anfängt. Zu der Stop-Message sage ich, wenn die Zeit noch reicht, später noch etwas. Ich sehe schon, die Zeit läuft schon langsam ab. Ich ordne diesem Daemon jetzt genau diese Klasse zu, die wir eben gesehen haben, diese Methode. Und sage jetzt, subscribe jetzt bitte mal zu diesem Topics. So, es ist auf grün. Und ich hoffe jetzt, dass er... das können wir natürlich schön jetzt mal uns angucken, ob es jetzt eine neue Subscription auf unsere Topics gibt. Ich mache einen Refresh und sehe leider noch nichts. Doch, das müsste da eigentlich sein, weil wir mit der MQTT-Lens uns ja unsubscribed haben. Gut, das heißt, wir können jetzt mal gucken, ob unsere Webseite neue Werte zeigt. Ja, und das sind jetzt genau die Werte, die über die Events reingeflossen sind. Ja, mal ich auffrischen. Deswegen sieht man hier jetzt auch unterschiedliche Zeiten. Nicht mehr wie eben, als wir per API auf die Geräte zugegriffen haben, sondern jetzt liefern die Geräte ja auch die Datum und Uhrzeit. Damit haben wir jetzt zwei Services komplett entkoppelt. Wenn ich jetzt ein Gerät offline nehmen würde, würde die Webseite das nicht interessieren. Sage ich mal, ich würde Gerät 3 offline nehmen, würde dieser Wert einfach nicht aktualisiert, aber die Webseite bricht nicht ab. Damit wären wir mit der ersten Hälfte vorbei. Und wir kommen jetzt mal zur zweiten Hälfte. Da hatte ich ja erzählt, dass wir jetzt ja nicht mehr nur unser SAP-System haben, sondern rundherum stehen ja ganz viele andere Systeme. Bisher war es so, wenn wir im SAP-System ein Event hatten, ihr kennt diese Events aus dem Workflow zum Beispiel. Wenn im SAP-System ein Event ausgelöst wurde, startet ein Workflow. Aber das Problem ist ja jetzt, wenn wir jetzt rundherum unsere Systeme stehen haben, wie kriegen wir jetzt deren Events in unseren Workflow rein? Und da können wir auch genau in die Mitte wieder unseren Event-Broker hinstellen und über den Daemon ein Workflow-Event auslösen. Dazu habe ich mal ein Beispiel. Ich muss dazu kurz mich mal an einem Gerät anmelden. Ich zeige euch gleich, was ich hier mache. So, ich brauche nämlich jetzt ein bisschen Fantasie von euch. Und zwar
Ich starte mal kurz meine Handykamera. So, genau. Was ihr hier seht, mit viel Fantasie, ist ein Kühlschrank. Im Kühlschrank steht genau noch eine Flasche Bier. Und das hier ist jetzt ein Display. Ein bisschen scharf stellen. So. Das, sagen wir mal, am Kühlschrank dranhängt. Wenn ich jetzt das Bier wegnehme, sollte, aber tut es gerade nicht. Das war gestern auch so. Doch, ja, hey. Der liegt noch ein bisschen zu viel rum. Das heißt, hier sieht man jetzt, dass er gemerkt hat, dass das letzte Bier entnommen wurde. Und er eine Nachricht geschickt hat. Das heißt, das sollten wir jetzt eigentlich auch in unserem Broker sehen. Ich aktualisiere mal und das ist Mist. Der Demo-Gott hat wieder zugeschlagen. Ah, hier oben ist er doch. Er hat geschrieben, das Bier ist zu Ende, also aus. Alle. Genau. Ich muss mal ganz kurz meinen anderen Demon stoppen. Der hört nämlich genau auch noch da drauf. So, wir sehen, das Event ist ausgelöst worden, aber es hört im Moment noch keiner da drauf. Dass hier jetzt einer der Consumer noch steht, lag daran, dass ich ja generisch auf alles, was mit ABAP-Conf anfängt, meinen anderen Daemon noch laufen hatte. Den hatte ich jetzt gestoppt. Müsste eigentlich mal sehen hier, genau, jetzt sieht man, hat sich keiner mal subscribed. So, wir wollen jetzt auf dieses Event reagieren und daraus ein Workflow-Event machen. Das heißt, wir gucken uns jetzt mal an, wie wir das denn in ABAP machen können. Genau. Ich hoffe, oder eigentlich muss man es ja gar nicht. Mir ging es gerade darum, ob ihr euch mit Workflow-Events auskennt. Müsst ihr aber nicht. Ich erkläre es ganz kurz. Ich programmiere jetzt wieder meinen Daemon. Ich muss mal kurz hier was stoppen. Ich programmiere jetzt meinen Daemon, indem ich wieder wie eben das Event auslese, also die Message, wandle das wieder in JSON um und lese diesmal zwei andere Felder, Material und Kurztext. Und jetzt, wer sich mit Workflow auskennt, erzeuge einen Workflow-Container dazu und übergebe jetzt die beiden Felder, die ich gerade ausgelesen habe, an diesen Workflow-Container und erzeuge ein Workflow-Event. Mehr muss ich in meinem Daemon nicht machen. Gut, wir gehen wieder in unseren Monitor, erzeuge einen neuen Daemon, in diesem Fall, ja klar, wir nehmen wieder den Broker, den ich definiert habe. Mein Daemon-Name heißt einfach Order Beer. Topic ist Beer is Empty. Und die Händlerklasse ist die, die wir gerade gesehen haben, nämlich Micro Workflow Daemon. So. Diesen Daemon aktiviere ich jetzt. Und ich hoffe jetzt mal, dass wir den jetzt auch
sehen, genau, hier ist er. Wir sehen, dass, dass jemand auf diesen Daemon hört. Genau. Wir haben noch 8 Minuten, das ist schön. Ich starte jetzt mal dieses, was wir eben auf dem Gerät gesehen haben, starte ich jetzt mal in VS Code. Das heißt, in einem Terminal, es ist immer noch das Gerät. Also nur eben nicht mehr mit dem Display, sondern ich starte das direkt hier im Terminal, weil das schneller geht. So, ich muss das hier ein bisschen nach rechts schieben. Sonst sieht man das schlecht. Genau, ist wieder das gleiche wie eben. Es ist alles gut. Ich habe nämlich meine Flasche wieder hier in den Kühlschrank zurückgestellt. Ich nehme sie jetzt weg. Und das Ereignis ist ausgelöst worden. Ich stelle die Flasche wieder zurück, so, damit alles wieder gut ist. So, das Ereignis ist ausgelöst worden. Und wir müssten jetzt im SAP-System sehen, das ist jetzt die Work-Item-Übersicht und ich refreshe die jetzt mal. Es ist der Work-Item, es ist der Workflow losgelaufen, indem ich mein Bier aus dem Kühlschrank genommen habe. So, ich gehe mal ganz kurz zurück auf unseren Broker, refreshe nochmal und jetzt sehen wir, es ist ein Event zurückgekommen von unserem Workflow. Das Bier ist bestellt. Da frage ich mich doch, was da drin steht. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal in unser Test-Tool und subscribe zu genau diesem Event. Und dann gucken wir mal, was da drin steht, wenn es wieder zurückkommt. Ich nehme meine Flasche Bier wieder aus dem Kühlschrank raus. Sollte jetzt eigentlich der Workflow wieder losgelaufen sein, ist er anscheinend nicht. Leider. Weiß ich nicht warum. Auf jeden Fall würden wir jetzt sehen, ach, jetzt ist es zurückgekommen. Dass da eine Bestellnummer zurückgekommen ist. Ich stelle meine Flasche wieder in den Kühlschrank rein. Unsubscribe hier und gehe mal kurz in den VS Code zurück. Unser ganzer Code hier, Kühlschrank-Code, sieht einfach aus, ich schreibe Bier ist nachbestellt und schicke die Message an dieses Topic und sage Nachricht gesendet. Das war der bisherige Ablauf. Wir haben jetzt gesehen, dass auch ein Event zurückkommt. Und an dieses Event subscriben wir uns jetzt mal ganz kurz. Ich muss kurz unser Skript stoppen und neu starten, damit diese Änderung zieht. Das heißt, ich starte unser Skript wieder. Alles ist gut. Ich nehme mein Bier zurück. Und jetzt sehen wir auch, wie schnell das ist. Das heißt, die Nachricht wurde gesendet. Ich habe mich danach an das Topic angemeldet und bekomme sofort diese Bestellnummer zurück. Da. Somit haben wir jetzt einen Kreislauf von unabhängigen Services hinbekommen. Ja, eigentlich passt das mit der Zeit auch wunderbar. 4 Minuten zu früh aufgehört.
damit wäre ich eigentlich durch. So, perfekt. Vielen herzlichen Dank. Es war echt irre, echt cool zu sehen, wie viele verschiedene Sachen du da jetzt miteinander verknüpft hast und man trotzdem das Ganze auch virtuell miterleben hat können. Ja, recht das, interessant. Da ich schlaflose Nächte, weil gestern in der Probe hat das der eine oder andere eben nicht mitgespielt. Und das ist aber auch, was ich noch sagen wollte, ein großes Problem bei Event-Driven Development. Man sieht erstmal nicht, wo es hängt. Gott sei Dank gibt es da auch mittlerweile viele Tools, die das ganze Umfeld monitort. Das heißt, wenn da mal was ausfällt, geht sofort die Lampe an. Wenn da eine Message nicht angekommen ist, geht eine Lampe an und so weiter. Aber das wäre auch ein Thema für einen eigenen Vortrag. Aber eben nicht ABAP, sondern zum Beispiel SAP InsideTrack. Perfekt. Vielen Dank trotzdem. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit, bis wir zum Meet the Speaker kommen. Das heißt, wir können jetzt noch eine kurze Pause machen. Wir sehen uns dann gleich in 10 Minuten wieder zum Meet the Speaker, wo wir nochmal ein bisschen ins Detail gehen können. Ja, perfekt. Dann vielen herzlichen Dank und bis um 15:25 Uhr. Danke.